Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie man diese hübsche Blume aus Krepppapier selber herstellen kann. Dafür benötige ich Krepppapier und einen Draht. Ich habe herkömmlichen Gartendraht verwendet, mit dem ich im Sommer meine Tomaten hochbinde. Ich nehme ihn doppelt, dann ist er ein bisschen stabiler. 20 bis 30 cm langen. Mein Krepppapier in den Maßen von 5 cm mal 40 cm habe ich ausgeschnitten und in der Mitte gefaltet. An einer Seite, entweder oben oder unten, das ist egal, werden nun Zacken herausgeschnitten. Sie können ruhig ein wenig unegal sein. Anschließend werden Einschnitte gemacht, so wie es hier zu sehen ist. Etwa stoppen bis 1,5 cm vor dem Rand. Nun nehmen wir den Draht und wickeln das Krepppapier um den Draht herum. Schön fest einwickeln. Etwa zwei Runden drehen, dann wird die Richtung gewechselt. Einfach eine Falte legen und in die entgegengesetzte Richtung wickeln. Immer weiter so machen, etwa nach jeder zweiten Runde die Richtung wechseln. Das ist darum, dass sich die Blätter dann besser verteilen. Dann benötigen wir grünes Klebeband. Ich habe Isolierband verwendet. Die unteren 1,5 cm werden nun abgeklebt. Wenn wir eine Runde abgeklebt haben, fangen wir an, das Isolierband schräg zu halten. Dabei entsteht meistens eine Falte. Die drücken wir fest an und überkleben sie einfach. So weit runterkleben, wie man mag. Man kann den ganzen Draht umwickeln oder wie hier nur einen Teil. Danach können wir beginnen, die Blätter ein wenig herunterzubiegen. Blatt für Blatt, und zwar so weit, wie man möchte. Man kann sie so weit herunterbiegen, dass die Blüte schön voll wirkt. Man kann es aber auch ein wenig geschlossen halten, ganz wie man möchte. Und damit ist unsere Blume schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.